Hallo meine Lieben, heute gibt es ein neues Video für euch. Und zwar geht es heute um Mels Essverhalten. Das heißt, ja, wie ist mein Reborn-Baby, was ist sie und ja, wie viel ist sie? Ja, und ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß beim Zusehen. Ja, ich habe hier mal eine Flasche zum Beispiel, damit ich euch das gleich mal zeigen kann, wie viel sie immer trinkt. Ich habe unsere Nahrung hier. Das ist nicht die Nahrung, die hier draufsteht, sondern wir benutzen Kaffeeweißer. Den bekommt ihr in jedem Discounter oder Supermarkt für unter 1 Euro. Super, super praktisch. Ich liebe es einfach. Mein Vater hat mir den Tipp gegeben und finde ich super. Ja, so sieht das Ganze aus. Also einfach wie Babypulver. Es ist so krass, es ist einfach getrocknete Milch. Ich habe das damals immer mit Milch gemacht. Immer so ein bisschen Milch hier in die Flasche rein. Und dann Wasser rein. Fertig. Aber dann habe ich das unterwegs mitgenommen und immer in der Mikrowelle warm gemacht. Und habe die Flaschen aufgemacht und es hat so ekelhaft gestunken, weil diese Milch halt schon vergammelt ist. Und dann hat mein Papa eines Tages gesagt, nimm doch Kaffeeweißer. Das funktioniert genauso als getrocknete Milch. Und ich bin wirklich begeistert, das hält ewig. Ich habe diese Packung, glaube ich, schon seit über einem Jahr oder so. Und ich finde es einfach super. Wir haben hier einen Trichter drin. Ein Löffel, da könnt ihr jetzt auch mal sehen, wie das aussieht. Oh. Ja, so halt so ein weißes Pulver. Und ja, da ist ja noch ein grüner Löffel drin, den benutze ich aber eigentlich nie. Und das ist unsere Babymilch, die gibt es immer für die Kleinen. Wie viel und so zeige ich euch gleich, also wie genau ich das immer portioniere, zeige ich euch gleich. Ja, und dann würde ich sagen, fangen wir auch schon an. Morgens, wenn Mel aufsteht, übrigens zum Schlafverhalten kommt auch noch ein Video, da könnt ihr euch auch noch drauf freuen, denn ich benutze jetzt ein paar Uhrzeiten, wann die Mel immer Essen bekommt und wie viel sie dann trinkt. Aber das Schlafverhalten kommt auf jeden Fall auch noch. Ja, morgens um 7 Uhr steht sie meistens auf und dann gibt es so ungefähr 80 bis 100 Milliliter. Es ist halt immer so, dass sie die Nacht relativ gut durchschläft und deswegen hat sie morgens immer relativ viel Hunger. Aber ich überlasse es ihr mal. Ich mache die Flasche immer so bei 110 voll und dann kann sie so viel trinken, wie sie möchte und der Rest kommt dann eben weg. Ja, also wenn ich die Flasche zum Beispiel morgens fertig mache oder allgemein fertig mache, ich mache eigentlich immer 100 Milliliter rein, aber sie trinkt halt immer nicht so viel. Und ja, also hier seht ihr einmal diese genauen Zahlen. Also hier unten ist halt 30, 60, 90, 120, 150. Und sie bekommt halt immer so hier bis zu diesem ersten Strich nach der ersten Strich vor der 90. Und es ist halt immer pro Mahlzeit verschieden, wie viel sie bekommt. Ich mache immer so 10 bis 20 Milliliter mehr, falls sie denn doch mehr Hunger hat. Aber ich weiß ja manchmal, wie viel sie ungefähr trinkt. Das habe ich ja jetzt schon rausgefunden. Sie ist ja schon ein bisschen länger bei mir. Ja, also wie gesagt, morgens um 7 Uhr steht sie meistens auf. Das ist manchmal früher, manchmal später. Wie gesagt, zum Schlafverhalten kommt auf jeden Fall noch ein Video. Trinkt sie manchmal 80 bis 100 Milliliter. Dann geht es die nächste Flasche um 11 Uhr, also gegen 11 Uhr. Das ist immer ihr eigenes Verhalten. Also ich sage euch jetzt einfach nur grobe Zahlen. Ist natürlich jeden Tag auch anders. Und ja, und gegen 11 Uhr gibt es dann so ungefähr 50 Milliliter. Da hat sie halt einfach nicht so viel Hunger. Sie schläft davor und danach auch direkt wieder. Das ist eigentlich nur so eine Zwischenmahlzeit. Und ja, da trinkt sie auch manchmal nur 30 Milliliter. Das ist halt einfach so eine grobe Schätzung jetzt von mir. Manchmal trinkt sie 45 und deswegen habe ich halt aufgerundet auf 50 dann. Also gibt es 50 Milliliter. Das seht ihr auch hier. Bei der 60 gibt es dann hier einfach nur so wenig. Also sie trinkt halt einfach nicht so viel. Weil es einfach so eine kleine Zwischenmahlzeit ist. Ja, dann um 13 Uhr gibt es schon ein bisschen mehr. Da gibt es ungefähr 70 Milliliter. Ja, also die Mel trinkt ungefähr immer alle 3 Stunden. Das ist bei ihr immer ein bisschen. Also wenn sie Mittagsschlaf macht oder wenn wir zum Beispiel unterwegs sind, dann trinkt sie immer weniger, weil sie länger schläft. Sie kann draußen im Kinderwagen sehr gut schlafen und im Auto auch. Im Auto braucht sie noch nie füttern, weil sie liebt das Autofahren. Aber danach ist sie natürlich sehr hungrig und schreit natürlich und hat Hunger. Aber wenn wir unterwegs sind, trinkt sie auch sehr, sehr wenig. Ich muss natürlich auch als Mutter darauf achten, dass sie die ausreichende Milliliterzahl am Tag trinkt.
Und wenn ich dann merke, okay, sie müsste jetzt langsam was essen, dann fütter ich sie auch und dann hat sie auch Hunger. Aber sie meldet sich unterwegs ein bisschen weniger, als wenn wir zum Beispiel zu Hause sind. Ja, dann gibt es um 16 Uhr die nächste Mahlzeit. Das ist immer so eine Mahlzeit, wo sie so, entweder sie hat Hunger oder sie schläft oder sie möchte spielen. Und wenn sie Hunger hat, dann trinkt sie auch manchmal bis zu 100 Milliliter. Das ist halt wieder so eine große Mahlzeit, weil sie halt um 13 Uhr gibt es den Mittagsschlaf und dann nach dem Schlafen hat sie immer Hunger, so viel Hunger. Ja, um 18 Uhr ist dann so das Abendessen sozusagen. Da gibt es dann nur 50 Milliliter, also sie trinkt halt einfach nur 50 Milliliter. Nicht, dass ich hier nicht so viel geben möchte, aber sie trinkt nur 50 Milliliter im Durchschnitt. Und um 23 Uhr ist dann so die nächtliche Zeit, nochmal ihr Mittag, ihr Mittag, ihr Mitternachtsessen. Und da gibt es ungefähr so 80 Milliliter. Und das trinkt sie ungefähr dann, weil sie durchschläft bis um 7 Uhr morgens wieder. Und dann braucht sie auch so viel. Also, das haben wir sehr gut schon eingependelt. Ich bin echt froh, dass Mel so unkompliziert ist und wir das so gut machen können. Und, sie halt durchschläft auch zum Teil. Es gibt Tage, da hat sie jetzt doch abends nochmal Hunger, so um 2 oder 3 oder 4 Uhr und möchte dann doch nochmal was essen. Dann trinkt sie morgens aber weniger und ja, das ist zum Beispiel, wenn sie krank ist oder so. Oder wenn sie allgemein, wenn wir den Tag lang unterwegs waren, sie allgemein sehr wenig gegessen hat, weil sie halt am Tag nicht so viel trinkt, wenn wir unterwegs sind, möchte sie in der Nacht mehr trinken. Das ist dann okay. Aber ich habe jetzt so einen Durchschnittstag mal für euch hier dargestellt und so läuft er halt ab bei uns. Ja, jetzt zeige ich euch nochmal kurz, wie ich das Ganze portioniere. Wir haben hier die Flasche und dann haben wir das Pulver. Also wenn es eine volle Flasche gibt, dann sind es ungefähr 100 Milliliter. Und dann gibt es immer den Trichter rein. Das ist voll praktisch und schüttelt man nicht daneben. Ich stelle es mal ein bisschen so. Und dann gibt es immer, wir haben hier extra diese Löffel, diese Baby-Trinklöffel, Baby-Flaschennahrung-Löffel. Und das sind ungefähr zu rechnen mit 2 Teelöffeln. Also falls ihr nur einen Teelöffel habt, das sind ungefähr 2 Teelöffel. Der ist jetzt voll bis oben hin. Und davon gibt es bei einer 100 ml Flasche um 1,5, also sozusagen 3 Teelöffel. Einmal den großen rein. Das einmal so sieht das dann aus. Also schon ziemlich viel. Und dann gibt es noch einmal so einen halben hier rein. Und dann ist die Flasche auch schon gut befüllt. Wenn man da jetzt Wasser reinmacht, dann ist es fertig. Und so portionieren wir unsere Flasche, damit ihr ungefähr so die Schätzung habt, wie ich den Kaffeeweißer verwende. Weil ich werde auch ganz oft gefragt, wie viel soll ich da reinmachen. Und ja, deswegen wollte ich das jetzt auch einfach mal zeigen für euch. Und ist natürlich auch alles nur meine Meinung. Also wenn ihr meint, ihr macht da ein bisschen mehr rein oder ein bisschen weniger, ist natürlich eure Entscheidung. Ich finde das so sehr gut und ich finde, so hält der Kaffeeweißer auch sehr lange. Ja, und dann war es auch schon mit dem Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Es ist natürlich wieder ein Rollenspiel-Video, was natürlich auch sehr fragwürdig ist, ob euch so eine Art gefällt. Ja, aber ich fand es sehr cool, euch das mal zu zeigen, was wir so machen. Also wie das so abläuft bei uns, wenn die Kleine trinkt halt. Also wie es so mit dem Essen abläuft. Finde ich auch irgendwie sehr wichtig in dieser Reborn-Welt hier. Einfach sich sich gegenseitig auszutauschen, wie das halt läuft mit den Babys, mit der Nahrung. Und ja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Und ja, wenn es euch gefallen hat, gebt auf jeden Fall einen Daumen hoch und lasst auf jeden Fall einen Kommentar da. Ich liebe eure Kommentare. Und ja, dann wünsche ich euch einen ganz, ganz tollen Tag und bis zum nächsten Mal.